Hey, hey, wir sind Petra und Nico von Freeride Inc. Austria. Freeride Inc. Austria. Mountainbiken ist mit Sicherheit eine unserer größten Leidenschaften. Und wer Biken liebt, der hat bestimmt auch schon von der Maxus Bike Transalp gehört. Der Klassiker der Mountainbike-Events feiert heuer bereits seinen 25. Geburtstag. Doch was ist die Bike Transalp denn nun überhaupt? 7 Tage, Biken, Essen, Schlafen und Punkt! Dabei geht es durch das Herz der Alpen mit traumhaften Panoramen, überwältigenden Pässen, wunderschönen, abwechslungsreichen Etappenorten. Neben dem Sport, der natürlich im Fokus steht, Spitze! Geht es aber auch um Teamgeist, Freundschaft und ebenso um Genuss und Spaß. Während einem einwöchigen Etappenrennen werden die vermeintlichen Konkurrenten zu Freunden. Denn am Ende haben alle das gleiche Ziel, durchkommen. Und am Ende, nach 7 bikereichen Tagen ausgelaugt, aber auch voller Freude und neuem Tatendrang, inspiriert durch die unzähligen Eindrücke, die man während diesen 7 Tagen sammeln kann, in Riva über die Ziellinie zu fahren. Geilomat! Und eventuell auch einen Sprung in den Gardasee zu wagen. Dieses gemeinsame Ziel schweißt zusammen und von Tag zu Tag lernt man die anderen Teilnehmer besser kennen. Natürlich wird auf der Strecke auch das ein oder andere Foto geschossen, mal ein Riegelchen geteilt oder einfach freudig miteinander geratscht. Für die Teilnehmer ganz vorne geht es selbstverständlich um den Sieg. Doch ab dem Mittelfeld würde ich das Teilnehmerfeld eher als Familie als als harte Konkurrenz bezeichnen. Natürlich kann man auch im Mittelfeld oder ganz hinten mal einen Zweikampf erleben. Doch sollte ein Teilnehmer wirklich Hilfe brauchen, dann helfen alle zusammen. Und das macht ihn für mich so besonders. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Den Spirit der Maxus Bike Transalp, den ich bisher wirklich bei keinem anderen Event erleben konnte. Ich denke ja, das Geheimnis liegt daran, so viele Tage hintereinander in der gleichen, wenn auch sehr großen Gruppe unterwegs sein zu können. Denn das macht den Teamzusammenhalt wirklich unbeschreiblich. Und dieser Spirit macht absolut süchtig. Und deswegen bin ich heuer bereits zum 11. Mal am Start der Maxus Bike Transalp. Wenn es nach mir gehen sollte, sollte jeder begeisterte Biker diesen Spirit einmal erlebt haben. Denn nicht umsonst gibt es so viele Wiederholungstäter, die Jahr für Jahr an den Start der Transalp gehen. Guten Morgen. Das ist jetzt eine sauschwere Transalp, ne? Aber für dich nicht die erste, nehme ich an. Na, das ist meine 22. Ach du Schande. Ja. Auch Nico konnte ich bereits anstecken. Der ist heuer auch schon zum 3. Mal mit dabei. Die Bike Transalp ist unvergleichbar zu normalen Mountainbike-Marathons, bei denen jeder für sich kämpft und es wirklich sehr harte Zeitlimits gibt. Bei der Transalp ist der Versuch der Veranstalter gegeben, dass jeder durchkommt. Und ich kann euch garantieren, wenn ihr einigermaßen fit seid, also ihr müsst jetzt nicht Weltspitze sein, sondern einfach nur Spaß am Biken habt, dann werdet ihr die Transalp schaffen können. Und wer Bikesport liebt, der wird die Bike Transalp vergöttern. Natürlich sind einige Etappen hart. Mit bis zu 3200 Höhenmeter und über 100 Kilometer wird einem einiges abverlangt. Doch im Flow der Transalp ist alles machbar. Wenn ich privat unterwegs bin, dann reicht es mir zugegebenermaßen nach 2000 Höhenmetern auch schon. Aber bei diesem Event, da spulen sich die Höhenmeter deutlich leichter ab. Man ist einfach abgelenkt von super eindrucksvollen Panoramen, kleinen Ratschern mit den anderen Teilnehmern, aber eben wie gesagt auch durch den Flow der großen Bike-Gruppe, dieser riesigen Gemeinschaft. Nicht zu vergessen natürlich auch die Zuschauer, die tatkräftig anfeuern. Denn gerade wenn man dann in Italien ist, die leben den Radsport und das merkt man. Wenn man dann im Etappenort angekommen ist, erwartet einem in der Zielarea bereits alles, was das Herz begehrt. Trockene Kleidung, die man vor dem Start der Etappe beim Bikestand abgeben konnte, die Zielverpflegung inklusive frisch gepressten Säften und Bratwürsten, alkoholfreies Bier, Musik und natürlich super gute Laune, denn jeder ist erleichtert, dass er es mal wieder geschafft hat. So, schauen wir mal, was die Peter da macht. Witzigerweise ganz begeistert. Schauen wir mal, wie warm oder kalt der See denn ist. Am Abend wird man während der Pasta-Party bereits für die neue Etappe gebrieft. Danach bleibt aber meist noch genug Zeit für einen gemütlichen Schlenderer durch die Stadt, eine Kugel Eis oder eventuell auch ein Gläschen Wein.
Alles in allem gehört die Maxxis Bike Transalp zu unseren absoluten Saisonhöhepunkten. Denn mehr Bikemeter, mehr Eindrücke und eine bessere Auszeit vom normalen Arbeitsalltag gibt es nicht. Man ist so darauf eingeschweißt, die Etappe zu überstehen, dass man an nichts anderes außer Biken denkt. Und nach dieser Woche bin ich echt entspannter wie nach den meisten anderen Urlaubswochen. Obwohl man so viele Höhenmeter abgeleistet hat. Wie geht's dir? Hi! Ja, auch. Hey. Runter. Das ist immer schnell vorbeigeht, so eine Woche dran. Ja, das stimmt allerdings. Das ist eigentlich fast also jetzt in dem Jahr, da muss ich ehrlich sagen, ist einfach so verflogen. Ne? Also das war echt. Ja. Sehr schön, war eine tolle Transalp. Also wenn ihr noch nicht dabei wart, dann testet das mal, denn es macht wirklich Spaß. Und man wächst auch so zusammen, finde ich, innerhalb total, von der Woche. Total. Also am Anfang sind noch alle fremd und nach 2, 3, 4 Tagen. Man kennt sich. Genau, ist er. Gardasee. Spitze. Angekommen. Juhu. Ziel ankommt. Juhu. Spitze. Geil. Aber toll. Yeah, der Odenwald ist angekommen. Juhu. Ja, es war gewaltig. Emotional alles. Das war ein Adventure, das war ein Erlebnis. Heute haben wir geile Trails gefangen. Ja, yeah, ab ins Wasser mit uns. Wenn man auch keinen Bock drauf hat, das lohnt sich so sehr. Das ist einfach der Hammer. Eine Woche Quellen für das hier. Wie ja bereits erwähnt, waren wir schon einige Male am Start der Bike Transalp. Doch diesmal dürfen wir etwas ganz Besonderes machen. Wir sind Markenbotschafter geworden und dürfen euch auf die Vorbereitung für dieses Event mitnehmen. Solltet ihr also irgendwelche Fragen haben, was ihr schon immer mal wissen wolltet oder auch selbst schon mitgefahren sein und findet, dass die Teilnehmer das ein oder andere wissen sollten, dann schreibt es unbedingt in die Kommentare, sodass wir es in den nächsten Videos und Posts aufgreifen können.